Lass uns weiter mit den 30, 60, 90 Dreiecken machen. Wir wiederholen, was wir gelernt haben. Ich hoffe, dass ihr das gelernt oder zumindest angeguckt habt. Wir haben ein 30, 60, 90 Dreieck. Und denkt daran, all das funktioniert nur, wenn wir ein 30, 60, 90 Dreieck haben. Nehmen wir an, dass die Länge, die Hypotenuse, gleich h ist. Wir haben errechnet, dass die kürzeste Seite, die dem 30 Grad gegenüber liegt, gleich h durch 2 oder die Hälfte der Hypotenuse ist. Wir haben auch errechnet, dass die längere Seite, die dem 60 Grad Winkel gegenüber liegt, gleich Wurzel aus 3 durch 2 mal h ist. Lass uns eine Aufgabe lösen, in der wir dieses Wissen anwenden. Angenommen, ich habe so ein Dreieck. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Das ist 30 Grad. Und wenn das 30 und das 90 Grad sind, dann ist dieser Winkel 60 Grad. Angenommen, die Hypotenuse ist 12. Und wir wissen, dass es die Hypotenuse ist, weil sie dem rechten Winkel gegenüber liegt. Wie lang ist diese Seite? Liegt diese Seite dem 30 Grad oder dem 60 Grad Winkel gegenüber? Sie liegt dem 30 Grad Winkel gegenüber. Ich habe absichtlich dieses Dreieck ein bisschen anders gezeichnet. 30 Grad Winkel guckt auf diese Seite. Sie ist auch die kürzeste Seite im Dreieck. Wir wissen, dass die Seite, die dem 30 Grad Winkel gegenüber liegt, die Hälfte der Hypotenuse beträgt. Diese Seite ist also 6. Diese Seite liegt dem 60 Grad Winkel gegenüber und sie beträgt Wurzel aus 3 durch 2 mal Hypotenuse oder Wurzel aus 3 durch 2 mal 12 oder 6 mal Wurzel aus 3. Interessant ist, dass die längere Kathete die kürzere mal Wurzel aus 3 ist. Ich möchte euch nicht verwirren. Lass uns noch eine Aufgabe lösen. Angenommen, dass das ein 30 Grad Winkel und ein rechtwinkliges Dreieck sind. Angenommen, diese Seite ist 5. Wie lang ist diese Seite? Lasst uns herausfinden, was wir haben. 5. Welche Seite ist das? Wenn hier 30 Grad ist, dann ist hier 60 Grad Winkel. 5 ist die Seite, die dem 60 Grad Winkel gegenüber liegt. X ist die Hypotenuse, weil sie dem rechten Winkel gegenüber liegt und die längste Seite des Dreiecks ist. Aus unserer Formel wissen wir, dass 5 gleich Wurzel aus 3 durch 2 mal die Hypotenuse ist. Sie ist in diesem Beispiel x. Jetzt berechnen wir x. Wir können beide Seiten der Gleichung mit einem Kehrbruch multiplizieren. Wir multiplizieren mit 2 durch Wurzel aus 3. Das können wir ignorieren und wir erhalten 10 durch Wurzel aus 3. Diese 2 werden weggekürzt. Diese Wurzel aus 3 wird mit dieser weggekürzt, ist gleich x. Wenn ihr die letzten paar Videos gesehen habt, könnt ihr verstehen, dass es die richtige Antwort ist. Aber wir haben Wurzel aus 3 im Nenner, die Menschen nicht mögen, weil das eine irrationale Zahl im Nenner ist. Jetzt wollen wir die Irrationalität im Nenner loswerden. X ist gleich 10 durch Wurzel aus 3. Um das zu tun, können wir den Zähler und den Nenner mit Wurzel aus 3 multiplizieren. Das ist das gleiche wie die Multiplikation mit 1. Und alles entspricht 10 mal Wurzel aus 3 durch 3. X ist gleich 10 mal Wurzel aus 3 durch 3. Das ist die Hypotenuse. Ich weiß, ich habe euch verwirrt. 10 mal Wurzel aus 3 durch 3 ist die Länge unserer Hypotenuse. Wir wissen, dass die Seite, die dem 30 Grad Winkel gegenüber liegt, die Hälfte der Hypotenuse oder 5 mal Wurzel aus 3 durch 3 ist. Hoffentlich versteht ihr jetzt die Eigenschaften von den 30, 60, 90 Dreiecken viel besser. Ihr seid jetzt bereit, ein paar Aufgaben mit dem Satz des Pythagoras zu lösen. Viel Spaß!